Töten wir jemanden? Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skyrim. Und Cicero ist schon wieder ganz heiß drauf, irgendjemanden zu töten. Wir sollen Agnes erledigen. Ich soll die betagte Dienerin Agnes ermorden, die in der Festung Graumoor angestellt ist. Die Wahl der Mittel ist mir überlassen. Danach kann ich mir bei Nazir in der Zuflucht meinen Lohn abholen. Töten wir jemanden? Was war denn das für ein Schrei im Hintergrund? Also irgendwie... Ob der Tag jemals kommen wird, an dem die Bewohner von Himmelsrand unsere Dienste nicht mehr benötigen? Wahrscheinlich nicht. Dienste? Aha, da ist jemand in der Folterkammer zugange. Ach du liebe Güte. Wir gehen mal durch dieses Höhlensystem raus. Die müssen wir uns ja sowieso noch angucken. Das haben wir ja bisher nicht gemacht. Na? Das hab ich mir gerade. Steht zu euren Diensten, oh großer und mächtiger Zuhörer. Aha, da ist also der Hintereingang. Wo ist denn das? Eventuell muss ich dann gar nicht immer. Das ist direkt oberhalb des Karawanenrastplatzes. Mit diesem Stein hier. Wie finde ich das noch? Alles zu einem guten Preis. Und ich sagte zum Bäcker, ihr seid nicht tot. Ja, okay, den Spruch kenne ich auch schon. So komisch war der jetzt nicht, Cicero. So, Festung Graumoor. Mal schauen, wer da gerade haust. Wahrscheinlich die Sturmmäntel, die... Wir haben ja hier alles erobert. Kann aber sein, dass es trotzdem Probleme gibt, falls das Banditen sind. Ich weiß es jetzt nicht. Mhm, mein Pferd ist auch da. Wer seid denn ihr? Und was seid ihr? Da hängt ein Käfig. Sehr inspirierend. Ich muss Mutter Blumen bringen. Schöne Blumen. So, du bist zumindest nicht feindlich. Haltet die Augen offen. So, das sollte dann relativ einfach zu lösen sein. Wenn jetzt noch Bürgerkrieg wäre und wir wären fürs Kaiserreich oder so, hätte es jetzt wahrscheinlich Probleme gegeben. Cicero steht zu euren Diensten, oh großer und mächtiger Zuhörer. Baggert der gerade Velaya? Ne, ist ja mal an, also was der sich alles rausnimmt. Öffnen. Die Wahl der Mittel sind mir überlassen, ja? Cicero hat Hunger. Auf einen Süßkuchen oder eine Möhre. Den Gag verstehe ich jetzt nicht. Hat die was zu sagen? Ihr Kämpfertypen habt doch immer dreckige Füße. Ihr wollt, dass ich putze? Dann verzieht euch. Aha, ich ahne, wer hier das schwarze Sakrament durchgeführt hat. Nämlich die Kämpfertypen hier. Ich muss Mutter bald einölen. Schlecht zu erreichen. Ich sag mal also, nichts. Ihr Typen seid schon komisch. Bitte trete zur Seite, damit ich wieder meine Arbeit machen kann. So. Ich muss wirklich zurück an die Arbeit. Diese Festung putzt sich schließlich nicht von alleine. Ja, genau. Ich stelle mir das gerade so richtig für... Wie sie die Soldaten anraunzt. Putzt gefälligst eure Stiefel ab, bevor ihr die Festung betretet. Ich hab da schon so eine Ahnung, warum da jemand das schwarze Sakrament gemacht hat. So, F5. Was nehmen wir denn schönes? Verwirrungszauber wäre mal was Neues. Aber
keine Massenverwirrung. Illusion. Ja, Zürnen. Klappt das bei dir? Ich ein Federtier, so wird's getötet. Zwei, was macht ihr denn da? Was war das? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ich hätte etwas gehört. Ich stehe auf eurer Seite. Ihr seid so wie tot. Tja, so hätten wir das auch erledigt. Mal ein wenig kreativer als immer nur mit... ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Gut, jetzt müssen wir nur schauen, ob die Wachen uns das übernehmen. Eigentlich müssten die froh sein, dass wir sie von dem... ja... von der Putzwahnsinnigen befreit haben. Werden wir gleich sehen. Töten wir jemanden? Sag mal, du kriegst du nie genug, oder was? Kann ich mich mit dem unterhalten, mit dem Spinner? Töten wir jemanden? Lass uns über zu Hause reden. Ich könnte ihn jetzt hier platzieren, dank einer Mod. Der Cicero lebt, um zu dienen. Tag. Sturmklinge. Es ist mir eine Ehre. Gut, also die sind nicht sauer, hat mich keiner irgendwie bemerkt, könnte ja sein. Also manchmal wundert man sich ja schon, wie die einen bemerken. Also hierhin. Ich glaube, ich nehme wieder den Hintereingang. Weil, wenn man so schnell reist oder so, kommt man sowieso da raus. Dann brauche ich nicht immer die ganze Bucht umrunden. Ja, genau, sagt er nö und schüttelt den Kopf. Die Schattenmeere. Dum-di-dum-di-dum. Cicero steht zu euren Diensten. Ist da gerade der Bodenschädel durch die Gegend geflogen? Ist das da ein Schalter oder ist das nur Stützbalken irgendwie? So, Nasir. Was braucht ihr, Zuhörer? Agnes ist tot. Keine Angst, mein Freund. Ich erspare euch meine spöttischen Kommentare zur Ermordung einer hilflosen alten Frau. Eine besetzte militärische Anlage zu infiltrieren und sie mit heiler Haut wieder zu verlassen? Das ist keine Lachnummer. Gut gemacht. Eure Bezahlung für gute Dienste. Gibt es noch weitere Aufträge zu erledigen? Ja, zwei. Ich werde aber bald nichts mehr für euch haben. Ja, das eure Ziele ich. Sind der Dunkelelfen-Zauberer Maluri, der sich in der Zwergenruine Mesintjaleft aufhält, und Helvard, der Huskarl von Falkenring. Tötet diese beiden und ich werde euch einen letzten Auftrag zuteilen. Ich kläre gerade noch die letzten Einzelheiten. So, Helvard, was ist mit Maluril? Er ist gefährlich, sehr gefährlich. Einen abtrünnigen Dunkelelfen-Magier, der Zwergenartefakte erforscht, gilt es zu respektieren und zu fürchten. Okay. Das gilt natürlich nicht für euch. Erzählt mir etwas über Helvard. Er ist der Huskarl von Falkenring. Wisst ihr, was das bedeutet? Er ist der persönliche Leibwächter des Jarl. Also seid besser vorsichtig. Ja, viel Glück. Wenn man schon lasst euch nicht um. Lasst euch nicht umbringen oder unterkriegen, keine Ahnung. So, fangen wir mal mit dem Zauberer an. Mesintjaleft. Hallo. Mesintjaleft. Jo, gehen wir da hin. Ja. Wahrscheinlich werden wir es da auch noch mit anderen Viechzeugs zu tun kriegen. Töten wir jemanden? Der Kerl. Steht da. So. Das dachte ich mir. Banditen. Gut. Das lösen wir kreativ. Und zwar mit Chaos. Jo.
Sorgen wir mal einfach mal für schöne Bilder. Och, weißt du was? Da, da es mir ziemlich wurscht ist, ob ich den Spinner treffe oder nicht, kann ich auch die Zauber von der einen Mod nehmen. Das Heiligtum des Gefallenen. Boom. Da kriegt Cicero wenigstens auch ein bisschen was ab. Das ist mir ganz recht so. Ups, jetzt hab ich was abgekriegt. Und? Bumm. Haha, das kracht richtig schön. Cicero ist. Ja, der stirbt ja nicht. Jedenfalls nicht so. Bumm. Und? Der oberste Banditenkriegsherr, der hält ganz schön was aus, und wupp! Bumm! Tja, Cicero! Darfst du dich auch ein bisschen was abkriegen? Das härtet ab! Das härtet ab! Hehe! Soll ich ihn heilen oder nicht? Nö. Sein Problem. Hä, was ist denn da? Da ist noch eine unentdeckte Ötewema-Ruine? Warum? Moment. Und ich sagte zum Bäcker, ihr seid es wird nicht nur der Rückweg, der Hintereingang. Ein ganz Kecker. Genau, großer Fahrstuhl zum Zalift entdeckt. Wenn das euer Wunsch ist, werde ich mich beugen. Oh, dem scheint schon wieder gut zu gehen, oder? Wie schaut's denn mit deinen Lebenspunkten aus? Unbedenklich offenbar. Weil mir gar nichts angezeigt wird. Ja, ist klar, dass Nasir nicht mehr viele hat. Sonst würde ich ja Himmelsrand so nach und nach entvölkern. Das geht ja auch irgendwie nicht. Kämpfen die jetzt hier noch? Moment. Ich brauche mal kurz Aura flüstern und... Was? Ja, mir! Normalerweise ist doch... Aha, da hinten. Gut. Dann wieder Chaos. Da oben stehen sie, wie sie halt so stehen, wenn man halt so steht. Und? Die müssten die zwei eigentlich aufeinander losgehen, ne? Genau, das war's, was ich wollte. Ich sehe zwar nur die Schatten, aber ich muss mal hoch. Weil einer von beiden wird überleben und den kümmere ich mich. Frozen Agony. Auch von derselben Mod. Das war schon alles? Wirklich? Seid ihr zum Sterben bereit? Oh. Au. Mehr habt ihr nicht. Ups, Teste Absatz. So, jetzt lassen wir mal Cicero vor. Tjo, die da oben, die haben die Tropensucht, oder? Und 2, 3, 4, 5. Und tschüss. Ist der da unten jetzt? Was? Haben wir gleich. Cicero, ist das bloß noch, oder? Da müsste ja theoretisch da unten die andere Nase liegen, ne? Hm, keine Ahnung. Egal, tut jetzt nichts zur Sache, wir machen finde weiter. Finde ich ein Federtier, so wird's getötet. 2, 3, 4. Bitte nicht singen. Aha. Die haben sich schon gegenseitig abgemurkst. Toll, super. Ich mag den Chaoszauber. Du schaut's nicht weiterhin aus. Ich glaube, ich muss jetzt eigentlich. Und für meine Katze. Eigentlich da rein, ne? Und gegen Magier nehme ich am besten den Schockzauber. Oder Wrath of the Divine. Wäre auch lustig.
Serum Pains, Frozen Auganoi, Shocking Anguish, den habe ich gesucht. So. Chinchaleft. Gut, hier gibt es wenigstens keine Zeugen, die einen wenigstens was anhängen könnten oder so. Töten wir jemanden? Er wieder. Ja, auf jeden Fall Banditen. Gut. Die scheinen irgendwie mit dem Zauberer im Bunde zu stehen, ansonsten würden die sich doch angreifen. Chaos. Das müsste ja auch durch die Wand dadurch wirken. Ziehst du das zu mächtig für Chaos? Ja, das passt schon so. Dann nehmen wir wieder Shocking Anguish. So. Und schauen uns die Show ein bisschen an. Der hat was, ne? Feste! Gib's ihm! Feste drauf! Wenn ihr tot seid, kann ich euch wesentlich leichter rausrauben! Ihr seid so gut wie tot! Gibt es Gesang in der Lehre? Tanz? Der Fürst des Schleppens. Der Kommentar passt ja mal gerade. So, und zwei machen wir der Show ein Ende. So, das dürfte es gewesen sein, oder? Oh, Truhe. Ich brauche zwar nichts mehr, ich will aber wissen, was drin ist. Oh. Gut. Frisst kein Brot. Wiegt nix. War das da gerade eine Pfahlwurzel? Genau, das sind relativ selten. So, Y. So. Aura flüstern. Wir rüsten wieder Chaos aus. Der hat sich ja ganz gut bewährt. Das wird eine Chaos-Folge hier. Da hinten sind noch welche. Da sind noch welche. Da ist noch einer. Und jetzt... dann wieder Shocking Anguish. Obwohl, Wrath of the Divine könnten wir eigentlich auch mal machen. Okay, das regnet bloß aufs Dach runter. Den kann ich mir sparen, der ist nur was fürs Freie. Habe ich denn noch lustiges? Na, da leider nichts mehr. Aber das kracht ganz ordentlich da oben, ne? Terribiles est locus ist dieser Ort ist gefährlich. Sind Special Effects, hä? Verrückt, sieht ihr das? Der Kommentar passt auch gerade, ne? Dumptidumptidum. Dann, was haben wir denn hier? Etwas Gold. Machloser Amethyst. Ob ich den Magier auch mit Chaos auf irgendjemanden draufsetzen kann? Steht der seelenruhig. Über ihm bricht der Himmel auseinander, aber der steht der seelenruhig. Hasta la vista. Also sie scheinen besonders auf Shocking Anguish anzusprechen. So. Und nun? Dadurch? Der scheint da seelenruhig zu schlafen.
Also heimlich ist es ja jetzt gerade nicht, was ich da gemacht habe, ne? Mit dem F5. Ich lasse es mal auf ein Duell ankommen. Hallo Maloril. Ich hätte jetzt auch einfach vergiften können, aber das wäre ein bisschen lahm gewesen. Faszinierendes Volk wird mir mächtig und ausgestorben. Ja, ziemlich. Doch, diesen Kampf nutzen könnte, kontrollieren die Möglichkeiten. Aber, wegen uns entweder. Was macht ihr hier? Ihr solltet die Sinkerlef lieber verlassen. Diesen Ruin kann es ziemlich gefährlich sein. Jo, ich bin diejenige, die dieses Donnerwetter verdingst hat. Oh, es dürfte aber langsam aufhören. Naja, gut, rechts oben, die sind bald abgelaufen. Und ja, das warten wir jetzt noch ab. Der Krach, der wird nämlich auf Dauer ein bisschen lästig. Total overpowered, der Zaubersprung. Ja, und jetzt, die hallo? Die Kraft von Sinchalev gehört mir. Verschwindet! Aha, der hat wahrscheinlich einen Konkurrenten, der diese Kraft gerne nutzen würde. Hallo, ich rede mit dir. Jetzt legt er sich wieder hin. Die Kraft von Sinchalev gehört mir. Ja gut, verschwindet. Dann eben so. Dann halt doch so, dann mache ich jetzt gar nicht lange rum. Der kriegt jetzt ein schönes Frühstück von mir zugeschoben. Schaden, Magika. Gesundheit. Ausdauer, Feuer, Dinges. Such's dir selber aus, an welchen Gift du verreckst. Ich muss Mutter Blumen bringen. Ja, den habe ich ja voll gepumpt. Mal das restliche Gift entfernen. Der wiegt nicht. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nee, nehme ich jetzt nicht mit. Schöne Blume. Was haben wir denn da? Eine leere Truhe mit nichts drin. Malorils Tagebuch. Vielleicht erfahren wir so, wer der Auftraggeber ist. Ich hatte Glück, dass ich sie überzeugen konnte, mich aus den Toren von Bruma herauszulassen, Zeit, Cyrodiil zu verlassen. Himmelsrand, nicht so übel, wenn einem der Geruch von Mammut nichts ausmacht. Vielleicht kann ich die Forschung vergessen, den Auftrag vergessen. Die Luft hier ist rein. Karawane brachte Fragen mit. Früher oder später werden sie aufholen. Geld wird nichts nützen, brauche etwas Zwergenschrott, um sie zu besänftigen. Aber wie? Markart war vielversprechend, aber wir verschlossen und verriegelt. Und ich bin kein Dieb, muss eine andere Möglichkeit finden. Wegelagerer haben den Fahrer getötet und versucht, mich auszurauben. Vivek muss mit mir gewesen sein. Ich konnte sie überzeugen, für mich zu arbeiten und die Zwergenruinen auszugraben, in denen sie ihr Lager aufgeschlagen hatten. Jedenfalls sicherer als die Städte. Diese Banditen sind dumm, aber hier unten wird mich niemand finden. Habe tatsächlich einige Artefakte gefunden. Muss versuchen, einen Käufer zu finden. Vielleicht verdiene ich tatsächlich genug, um diesen Dummköpfen für ihre Arbeit zu zahlen. Was ich versprochen habe, kann nicht zurück nach Markart gehen. Bleibe zunächst in den Ruinen. Was ist mein nächster Schritt? Ja. Das war's. Gibt's hier noch eine Fortsetzung? Das hätte mich jetzt echt interessiert. Das hätte mich jetzt wirklich interessiert. Irgendeine Fortsetzung? Hallo? Nein. Ich muss Mutter bald einhören. Keine Fortsetzung. Was zeigt die Uhr? 5 Minuten noch? Das heißt, die Folge ist voll. Den zweiten Auftrag werde ich in der Folge nicht mehr unterbringen. So, da lang. Ja, aber ich glaube, wir haben das hier sehr kreativ gemacht, oder? Was meint ihr? Kommentare sind immer erwünscht. War doch sehr kreativ gelöst.
mal was anderes als einfach Hacke um und... Cicero steht zu euren Diensten. Barker will er ja nicht an. Ich sag's dir, sonst... Oh. Tatsby? Das könnte ich den ganzen Tag lang machen. Bleib so. Und... 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 Ich glaub, der steht drauf. Der steht wirklich drauf. Dann. Ja. Schließen wir das denn hier mal ab. Jo. Nächstes Ziel, Dämmerstern. Gut. Dieser Khajiit bewacht die anderen. Jo, das ist gut. Für die anderen. Töten wir jemanden? Hallo, da geht ja echt nicht genug. Ja, die Tatsache, dass ich die Ladebildschirme mit der Pausetaste immer abkürze. Ja, Zuhörer, wie kann ich euch dienen? Achso, initiiert, gut. Was braucht ihr, Zuhörer? Wurde das Video bestimmt 2 bis 3 Minuten kürzer, als wenn ich die Ladebildschirme drin gelassen hätte. Maruril ist tot. Ich hoffe, der Elf hat euch keine zu große Mühe gemacht. Mich hat einmal ein Zauberer in Brand gesteckt. Es war ziemlich übel. Macht ihr da aber keine Gedanken. Aber ich schweife ab. Hier habt ihr eure Bezahlung. Ist das eure Stimme? Ja, gut. Auf geht's. Ist das nächste Mal diese Quest hier dran? Bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mein Kopf spielt mir nur einen Streich. Dummer Cicero. Ja, der Kopf würde mir auch dauernd Streiche spielen. So viel dazu. Also bis zum nächsten Mal.